Hallo zusammen, ein freundliches Hallo hier nach Bergisch Gladbach auch von meiner Seite. Ich habe heute das schöne Wetter mitgebracht, wir haben fast 30 Grad. Ich habe deshalb mal auf meinen Anzug verzichtet, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ja, herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Demokratie zurück auf die Marktplätze. Was ist das? Das ist eine Veranstaltungsreihe der AfD, Alternative für Deutschland, Bundestagsfraktion, der Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir haben sonst Veranstaltungen in Kneipen, in Veranstaltungssälen, in Hallen, wo wir über unsere politische Arbeit informieren. Das ist zu Zeiten der Corona-Pandemie nicht immer ganz einfach, sodass wir gesagt haben, dann gehen wir doch einfach auf die Marktplätze. Die Demokratie kommt vom Volk, kommt von den Marktplätzen. Dahin bringen wir sie jetzt zurück. Mit mir hier sind heute mein Kollege Professor Dr. Harald Weil, dessen Wahlkreis das auch hier ist, und der Kollege Udo Hemmelgarn. Und die Veranstaltung wird jetzt nicht ewig lange dauern. Wir haben uns da so aufgeteilt, dass wir drei Kurzreferate haben über unsere Arbeit, entweder im Deutschen Bundestag, der Fraktion, oder über die Ausschussarbeit, die die einzelnen Mitglieder machen. Ja, für mich ist das hier die zweite Veranstaltung. Ich habe diese Veranstaltungsreihe Demokratie zurück auf die Marktplätze bereits vor einigen Wochen in Hamm gemacht mit dem Thema Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, Terroranschlag Breitscheidplatz. Ich bin Obmann meiner Fraktion in diesem Untersuchungsausschuss und wir haben daran gearbeitet, die Hintergründe des Terroranschlags, dem größten islamistischen Anschlag auf deutschem Boden in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, aufzuarbeiten. Der Untersuchungsausschuss neigt sich jetzt langsam dem Ende. Darüber spreche ich heute allerdings nicht. Ich war nur ganz angetan. Ihr seht ja hier auch die Kameras. Wir nehmen diese Veranstaltung auf, stellen die ins Internet, auf der Seite der Fraktion, bei Facebook, andere Social Media Kanäle und bei YouTube. Wer also nicht alles mitgekriegt hat oder einem Freund, Freundin, Familie diese Veranstaltungsreihe empfehlen will, die kann man sich hinterher in Ruhe dort auch noch anschauen. Ich spreche heute über Russlandpolitik. Man hört ja häufiger, dass der AfD gute Verbindungen nach Russland nachgesagt werden, teilweise negativ konnotiert, gerade durch die Mainstream-Medien. Und ich möchte einfach mit ein paar Vorurteilen aufräumen und ein bisschen informieren darüber, was die Alternative für Deutschland mit Russland zu tun hat. Ja, wenn ein Ausland, ein anderes Land ins Spiel kommt, dann reden wir immer gleich über Außenpolitik. Außenpolitik, was ist das? Außenpolitik ist das Vertreten eigener Interessen gegenüber anderer Staaten. Normalerweise ist das die Aufgabe einer Regierung, dass sie Außenpolitik macht. Dafür gibt es auch einen Außenminister. Bei uns in diesem Fall ist das der Heiko Maas. Wir bemängeln allerdings als Bundestagsfraktion, dass dieses Gleichgewicht des Interessensausgleich durch die Bundesregierung nicht so gemacht wird, wie wir das gerne hätten. Gerade in Bezug auf Russland stellen wir hier ein starkes Ungleichgewicht fest. Schauen wir einmal auf die Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland aufgeteilt worden in bestimmte Besatzungszonen der Siegermächte. Eine davon war die russische Besatzungszone. Die neuen Bundesländer waren deutlich abgedeckt und ein Teil von Berlin. Es kam dann zu weiteren Spannungen, zur Berlin-Blockade, wo die Westalliierten Berlin aus der Luft versorgt haben. 1989 kam es dann zur Wiedervereinigung und zum sogenannten 2+4-Vertrag. Was ist der 2+4-Vertrag? Zwei, das sind die zwei deutschen Staaten, also Westdeutschland, Ostdeutschland, und vier sind die vier Siegermächte. Und diese insgesamt sechs Parteien haben einen Vertrag geschlossen, wonach Deutschland die volle Souveränität zurückerhält und der Besatzungsstatus beendet wird. An diesem Vertrag war auch Russland beteiligt. Und es sind der russischen Seite verschiedene Zusicherungen in diesem Vertrag gemacht worden. Unter anderem, das ist allerdings nicht schriftlich fixiert worden, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt. Jeder Staat hat Interessen, wir haben es ja eben gehört. Außenpolitik ist das Vertreten von gegenseitigen Interessen. Und Russland hat natürlich ein Interesse, ein Sicherheitsinteresse, dass fremde Staaten, fremde Militärmächte nicht allzu nah an die eigenen Staatsgrenzen herankommen. Ja, was ist danach passiert nach 1989? Wir haben es alle gesehen. Die NATO hat sich weiter ausgedehnt. Es stehen inzwischen NATO-Truppen im Baltikum, in Polen. Wir haben den Konflikt in der Ukraine mitgekriegt, wo inzwischen der amerikanische Geheimdienst, die CIA, gar kein Geheimnis mehr daraus macht, dass man hier bei den Maidan-Unruhen kräftig mitgezündelt hat und versucht hat, das Land zu destabilisieren.
Ich habe es heute schon wieder in den Nachrichten gehört, die Ukraine hätte gerne eine feste Zusage der NATO, ob, wann, wie man beitreten könnte. Man sieht also, dass hier versucht wird, aus ehemaligen Staaten der Sowjetunion ehemalige Partner Russlands herauszubrechen und in westliche Bündnisse, insbesondere auch Militärbündnisse, einzubinden. Das kann natürlich nicht im Interesse Russlands sein. Und wenn wir uns das mal angucken, es hat einige Spannungen gegeben, aber dazu komme ich gleich noch ganz kurz vorher. Russland, die Sowjetunion ist ja auseinandergebrochen. Und das Ganze hatte wirtschaftliche Folgen. Und man hat dann Investoren ins Land geholt. Und Interessen des Westens bestehen insbesondere an Bodenschätzen, insbesondere Öl und Gas. Und es sind große ölfördernde, gasfördernde Unternehmen nach Russland gegangen, haben gefördert, plötzlich war alles gut, Russland ist Partner, Glasnost und Perestroika. Das Problem fing dann bloß an, als die Russen gesagt haben, wir wollen was von dem Geld mithaben. Weil die Verträge, die dort gemacht worden sind, sind in Wildwestmanier geschlossen worden. Die Profiteure waren die Öl- und gasfördernden Unternehmen, waren die Staaten des Westens, aber nicht wirklich Russland. Und irgendwann kam dann Putin und hat gesagt, das kann nicht sein, dass hier unser Land, unser Staat ausgebeutet wird. Wir werfen die ausländischen Öl- und Gasförderunternehmen aus dem Land und wir fördern unsere Bodenschätze jetzt selber. Damit war wieder ein neuer Konflikt hochbeschworen und wir hatten einen, ich sag mal, fast zweiten Kalten Krieg. Und dieses Spannungsverhältnis hält bis heute an. Wir sehen es, Truppen, die in ehemaligen Sowjetstaaten stehen, die Unruhen in der Ukraine, der Krim-Konflikt, die Konflikte in der Ostukraine, im Donbass und jetzt auch die Auseinandersetzung um Nord Stream 2, wo insbesondere die Amerikaner ganz klar fordern, Nord Stream 2 nicht zu Ende zu bauen. Und Unternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen, das müssen Sie sich mal vorstellen, die an einem Pipeline-Projekt mitbauen, mit Sanktionen belegen. Das ist ein unglaublicher Zustand. Was steckt dahinter? Die Amerikaner fördern Gas, Fracking-Gas, eine sehr unsaubere, für die Umwelt sehr unverträgliche Methode, Gas zu fördern. Der Boden wird mit Hilfe von Chemikalien aufgebrochen und dabei wird Gas gefördert. Davon hat man jetzt so viel, dass dieses Gas exportiert werden muss. Und man macht daraus Flüssiggas und versucht das in den Westen zu verkaufen, insbesondere nach Deutschland. Das ist eine sehr umweltunfreundliche Art der Energiegewinnung und außerdem sehr, sehr teuer. Was viel günstiger ist und viel sauberer ist das russische Erdgas. Hier haben allerdings die Amerikaner gar kein Interesse daran. Man versucht auf der Weltbühne einen politischen Global Player kaltzustellen, auszuschalten, indem man ihn von Deviseneinnahmen abschneidet. Und man versucht, dieses Projekt Öl- und Gasversorgung über die Pipelines zu unterbinden. Außerdem geht es darum, diese Abhängigkeit der Ukraine aufzuheben und vor allen Dingen sie wirtschaftlich abzusichern, weil bisher die Ukraine durch diese Durchleitung, durch diese Ukraine-Pipeline auch noch Geld bekommt. Die Russen haben da kein großes Interesse dran, da zu bezahlen. Es gibt auch politische Spannungen. Das kommt zusammen. Die AfD, wo wir jetzt wieder bei Interessen sind, die AfD hat das Interesse, Russland als fairen Partner zu behandeln. Die AfD hat das Interesse, Außenpolitik zu machen, außenpolitisch wahrgenommen zu werden, aber auch dadurch innenpolitisch. Russland, wenn man sich die Interessen auf der anderen Seite anguckt, strebt nach Akzeptanz. Akzeptanz durch den Westen, möchte eine außenpolitische Beachtung finden und möchte eine Legitimation erfahren, insbesondere auch durch Wahlen, nicht nur Wahlen in Russland selber, sondern auch Wahlen in ehemaligen Sowjetrepubliken, wo man eigenen Einfluss ausspielen kann, wenn man es schafft, dort Wahlbeobachter hinzubekommen. Wir haben hier also eine Win-Win-Situation, die AfD, die sagt, wir möchten ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland und wir sehen Russland als Partner, weil wenn man miteinander Handel treibt, wenn man sich gut versteht, dann fängt man da überhaupt gar keinen Krieg an. Hat man ja überhaupt gar nicht nötig. Die außenpolitischen Erfolge diesbezüglich der AfD waren relativ gut. Wir finden große Beachtung. Vertreter unserer Fraktion sind bei Herrn Lavrov, dem russischen Außenminister, empfangen worden, die Delegation. Das hat im Westen große mediale Wellen geschlagen in Deutschland. Oh, wieso empfängt der russische Außenminister die AfD?
Ja, ganz einfach, weil die Bundesregierung kein wirkliches Interesse daran zeigt. Sie können davon ausgehen, dass es den Russen natürlich viel lieber wäre, mit der Bundesregierung auf Augenhöhe zu verhandeln und Gespräche zu führen und Höflichkeitsbesuche auszutauschen, als mit einer Oppositionskraft. Da die Bundesregierung sich hier verwehrt und nicht wirklich kooperativ ist, halten wir als größte Oppositionskraft halt her. Wir machen das sehr gerne und sind auch geschätzte Gesprächspartner der Russen. Ja, wir hatten auch schon einige Erfolge erzielt. In Venezuela war ein Journalist verhaftet, Billy Sinks, vielleicht haben Sie den Namen mal gehört. Er saß dort im Geheimdienstgefängnis und eigentlich ist es die Aufgabe der Bundesregierung, der Botschaft, sich darum zu kümmern, dass inhaftierte Ausländer, insbesondere Pressevertreter, umgehend wieder freikommen. Und wir bemängeln, dass die Bundesregierung kein wirkliches Interesse daran gezeigt hat, diesen Journalisten Billy Sinks wieder freizubekommen. Er saß dort monatelang in einem Geheimdienstgefängnis, hatte zwischenzeitlich das Dengue-Fieber, hat sehr stark abgenommen, ging es gesundheitlich auch sehr, sehr schlecht. Ja, und das Problem von Billy Sinks war, er schreibt für alternative Medien, unter anderem für die Junge Freiheit. Und das sind durchaus Medien, die der Bundesregierung kritisch gegenüberstehen. Und hier hatte die Bundesregierung überhaupt gar kein Interesse, großartig tätig zu werden. Wer musste sich darum kümmern? Die AfD. Wir haben versucht, hier etwas zu bewegen. Wir haben es dann geschafft, Kontakt aufzubauen über einen Kontaktmann zu Herrn Lavrov, dem Außenminister der Russischen Föderation. Der wiederum hat seinen Einfluss in Venezuela spielen lassen. 3 Tage später ist Billy Sinks freigelassen worden. Kürzlich trat auch wieder die deutsche Botschaft in Venezuela auf den Plan, hat dann einen Früchtekorb bereitgestellt im Hotel, den Herr Sinks hinterher noch selber bezahlen durfte und hat sich als den großen Retter feiern lassen. Letztendlich war es die AfD-Bundestagsfraktion, die es geschafft hatte, mit Hilfe engagierter Abgeordneter diesen Journalisten freizubekommen. Ja, was machen wir in Russland noch? Wir besuchen politische Konferenzen, empfangen Gäste. Es gibt im Bundestag gewisse Parlamentariergruppen, so heißt es. Das sind Freundschaftsgruppen zwischen oder von Parlamentariern von 2 verschiedenen Ländern. Da gibt es die deutsch-amerikanische, die deutsch-österreichische, die deutsch-kaukasische, also es gibt ewig viele Freundschaftsgruppen. Unter anderem gibt es auch die deutsch-russische Freundschaftsgruppe. Und wie der Zufall es will, hat den Vorsitz dieser Parlamentariergruppe die AfD bekommen. Und wir pflegen sehr, sehr gute Kontakte nach Russland. Und die Tatsache, dass wir den Vorsitz haben und auch koordinieren und auch Delegationen empfangen können, führt zu relativ großem Unmut bei Fraktionsmitgliedern anderer Fraktionen im Bundestag, die sich teilweise aus Delegationsreisen und aus Empfängen zurückziehen, weil die sagen, auch diese Parlamentariergruppe ist ja eh durch die AfD dominiert. Ja, das tut mir für die anderen leid. Entweder man spielt mit im politischen Geschehen oder man lässt es bleiben. Wer nicht mitspielt und sich zurückzieht, resigniert, hat schon verloren. Ja, was machen wir noch? Ich sprach es eben an, Wahlbeobachtung. Für einen Staat ist eine gewisse Legitimation relativ wichtig. Wenn man Wahlen abhält, möchte man natürlich der Weltöffentlichkeit zeigen, bei uns ist alles ordentlich abgelaufen, hier hat keine Wahlmanipulation stattgefunden und wir sind demokratisch organisiert. Sowas wird in der Regel durch Vertreter anderer Staaten bestätigt. Es ist also üblich, wenn man eine Wahl abhält, dass man Wahlbeobachter offiziell einlädt, Vertreter anderer Staaten, in der Regel auch Abgeordnete, und die dann die Wahlprozesse beobachten und dann darüber berichten. Ja, ich glaube, ich muss es nicht extra erwähnen, dass Deutschland überhaupt gar kein Interesse daran hatte, Abgeordnete zu entsenden, die diese Wahl beobachten. Man hatte sich an einer OSZE-Wahlbeobachtermission beteiligt, aber ansonsten sämtliche Einladungen ausgeschlagen. Ja, es war mal wieder meine Fraktion, die gesagt hatte, ja, wir kommen sehr gerne, wir folgen dieser Einladung und wir gucken uns eure Wahlprozesse an. Ich selber war 2018 das erste Mal zu einer Wahlbeobachtungsmission in der Russischen Föderation und ich muss ganz ehrlich sagen, wie die Wahl dort ablaufen, hat mich schwer beeindruckt. Das ist demokratischer, offener, als es bei uns läuft. Erstmal hatten wir die Möglichkeit, uns absolut frei zu bewegen, konnten uns die Wahllokale, die wir uns angucken, selber aussuchen. Und dann ist das in Russland so, dass in jedem Wahllokal Vertreter aller politischen Kräfte oder aller Kandidaten sitzen, die komplett Wahlbeobachtung während des kompletten Wahlprozesses in jedem einzelnen Wahllokal machen. Eine größere Kontrolle, dass hier nicht manipuliert wird, kann es eigentlich überhaupt gar nicht geben. Und ich bin auch hingegangen,
und habe beispielsweise Vertreter der Kommunistischen Partei oder von anderen Mitwettbewerbern angesprochen. Ich habe gesagt, wie läuft das hier? Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, dass hier manipuliert wird? Und mir hat kein einziger gesagt, dass hier Manipulation vorliegt. Die haben gesagt, auch wenn wir es gerne anders hätten, um uns in diese Wahl anfechten zu können, ist es tatsächlich so, dass es keine Kritikpunkte gibt und die Wahlen ordentlich ablaufen. Es ist außerdem so, dass in den Wahllokalen Kameras hängen, die so zwei, also ein Kamerakomplex, der aus zwei Kameras besteht, der einmal ausgerichtet ist auf das Wahllokal und dann auf die Urne, auf das Wahllokal so, dass man allerdings die Wahlkabinen selber nicht filmt, wo eine geheime Stimmabgabe möglich ist. Und das ist ins Internet übertragen worden. Es gibt eine extra Internetplattform, wo man sich in jedes Wahllokal im Land aufwählen kann und in Echtzeit gucken kann, was da gerade passiert. Außerdem gibt es ein Gremium, was in Moskau saß, die zusammengesetzt waren aus den Vertretern der verschiedenen Parteien, die eine Eskalationstruppe waren. Wenn es in einem Wahllokal Schwierigkeiten gibt, dass sie sich dort einschalten können, sich die Bandaufnahmen angucken können und gucken, ob hier eine Intervention nötig ist oder nicht. Ich habe keinen einzigen Manipulationsversuch festgestellt, ganz im Gegenteil, sauber geführte Wählerverzeichnisse, Oppositionsvertreter, Beobachter aller politischen Kräfte in jedem einzelnen Wahllokal, Kameraüberwachung, offene Auszählungen, das wünsche ich mir teilweise hier für Deutschland. Mich hat dann diese Berichterstattung geärgert, 2018, direkt nach den Präsidentschaftswahlen. Im ZDF kam hier kurz nach Schluss der Wahllokale ein Bericht, es wären schwarz gekleidete Leute in Wahllokale gekommen und hätten dort Wahlzettel in Urnen gestopft, um das dann als Beweis anzuführen, dass die Wahlen manipuliert seien. Das finde ich ziemlich unfair. Ich sage Ihnen ganz einfach, wie das läuft. Es ist so, dass es eine Briefwahl nicht gibt. Für mich ein riesen demokratischer Vorteil, dass man überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwo Briefwahlstimmen an die Seite zu legen, die später ausgezählt werden, wer immer die dann auch beaufsichtigt. Sondern es ist so, dass jemand, der nicht am Wahltag wählen kann, weil er zu Hause ist, krank ist, verhindert ist, die Möglichkeit hat, eine mobile Wahlkommission anzufordern. Die kommen dann mit einer extra versiegelten Wahlurne mit mehreren Leuten nach Hause. Die Person kann dann zu Hause die Stimme abgeben, die kommt in diese Wahlbox. Diese Wahlbox bleibt dort, eine durchsichtige Box, stehen, bis die Wahllokale geschlossen werden. Die werden dann geöffnet und mit in die anderen Urnen mit hinzugefügt. Ein ganz demokratischer Prozess, und wenn das ZDF hier diese Prozesse dahingehend nutzt, um negativ über Russland zu berichten, kann ich das nicht gutheißen. Und ich sage ganz klar, die Wahlen, die ich beobachtet hatte, waren in keinster Weise manipuliert. Das war mit das Demokratischste, was ich an Wahlen, Wahlbeobachtung je gesehen habe. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe beispielsweise 2017 die Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen unter anderem mit angefochten, weil hier sehr viele Auffälligkeiten waren, die wir gerne aufgearbeitet gehabt hätten. Ja, ich sprach parlamentarische Konferenzen an. Wir haben an Konferenzen teilgenommen. Wir haben teilweise Treffen mit Vertretern Russlands hier in Deutschland gemacht, waren aber auch zu Wirtschaftskongressen bzw. politischen Kongressen eingeladen in Russland. Die Russen haben natürlich ein großes Interesse, ihr ehemaliges Machtspektrum zu bespielen und dort aus den Einflusssphären, die sie politisch haben, Gäste einzuladen und zusammenzuführen. Das geschieht in der Regel in Moskau. Es waren hier Vertreter von Mexiko über Afrika bis nach Europa vorhanden. Und das war relativ interessant, dort Menschen kennenzulernen, mit denen man sonst in der westlichen Welt nie zusammengekommen ist und sich auch nie großartig austauschen konnte. Das haben die Russen ermöglicht, und es hat auch eine Konferenz auf der Krim stattgefunden. Alle sagen, oh, wie kann man auf die Krim reisen? Die Krim war russisch, die Krim ist dann damals durch Stalin einem russischen Brudervolk zugeschlagen worden, der Ukrainer. Die Krim ist größtenteils russisch besetzt, und man muss die Russen einfach mal verstehen, was ist auf der Krim passiert. Der Westen zündelt, die Ukraine wird politisch unsicher. Und man läuft Gefahr, gegebenenfalls den einzigen eisfreien Hafen, den man hat, nämlich dort, wo die Krimflotte liegt, zu verlieren. Das kann man sich militär, sicherheitstechnisch überhaupt gar nicht leisten. Deshalb waren die Russen schon gezwungen, hier einzuschreiten. Sie haben damit die Flottenteile gesichert, dass die jederzeit in eisfreie Gewässer auslaufen können. Und aus russischen Sicherheitsaspekten absolut klar nachzuvollziehen.
Und wenn man sich die Krim mal anguckt, die Krim war russisch besiedelt. Es hat ein Referendum stattgefunden, was der Westen bis heute nicht anerkannt hat. Aber die Bevölkerung hat zu gigantischen Teilen, ich meine über 90% dafür gestimmt, dass man zu Russland gehören möchte. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man diesen Begriff Annexion, wovon ja nun der Westen spricht, Annexion der Krim, auch nochmal kritisch überdenken. Ja, wir waren auch auf Wahlbeobachtungsmissionen in anderen Staaten, ehemaliges russisches Einflussspektrum von Aserbaidschan bis Abchasien, was einfach dem geschuldet ist, dass die Russen heute noch einen gewissen Anspruch haben, diese Länder zu begleiten und Ansprüche geltend zu machen, dort Handel zu treiben, zu kooperieren, politisch, militärisch. Und das kann man natürlich nur, wenn man diesen Ländern auch was gibt. Und in diesem Fall waren das internationale Wahlbeobachter. Und uns ist natürlich klar, dass die Russen hier gewisse Interessen verfolgen. Aber wir verfolgen auch unsere eigenen Interessen. Und deshalb halten wir das für absolut legitim und haben uns gerne an diesen Missionen beteiligt und unser Votum zu den Wahlprozessen in diesen Ländern abgegeben. Ja, ich glaube, damit einen kleinen Einblick gegeben zu haben in die Arbeit der Bundestagsfraktion und unser Verhältnis zu Russland. Ich hoffe, es war ganz interessant. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, ich bin noch hier, können Sie gerne fragen.